war mal wieder im Action. Es gibt neue 30x30 Blöcke, also wirklich neue. Nicht die, die es irgendwie vor 3 Wochen schon zu sehen gab, sondern wirklich neue. Richtig cool. Die möchte ich euch jetzt unter anderem zeigen. Ich habe natürlich auch noch anderes Zeugs mitgenommen, was ich euch zeigen möchte. Und am Ende des Videos möchte ich euch gerne meinen kleinen, feinen Einkauf von Staples zeigen. Die haben gerade mega Ausverkauf. Und ja, da habe ich auch eine Handvoll Dinge mitgenommen, die ich euch dann gerne zeigen möchte. Ja, ich beginne aber selbstverständlich mit Action. Und ja, was habe ich hier stehen? Ich habe wieder mitgenommen Acrylfinish. Und zwar gibt es das ja in matt und in glänzend. Ich nehme immer die matten, weil ich glänzende Oberflächen wirklich in den seltensten Fällen mag. Und ja, deswegen greife ich immer zu matt und damit mache ich sämtliches. Also ich bringe damit Kleber auf, ich mische mir das mit Kaffee zusammen und arbeite damit auf Vintage. Ich mache damit Serviettentechnik, ich mache damit alles Mögliche. Also wirklich tipptopp, auch wenn ihr so Farben habt, die schnell löslich sind, könnt ihr damit gut versiegeln oder Pappen schmiere ich damit ein, bevor ich damit Mixed Media draufgehe, damit die sich nicht so verbiegen. Also wirklich ein ganz tolles Zeug. Das Fläschchen kostet 1,52 € und ja, absolute Kaufempfehlung. Kann man für so viele Dinge nehmen. Richtig, richtig gut. Dann habe ich nochmal die Bänder bekommen für den Dümo. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ganz klar. Die sind sowas von schnell weg. Das waren wieder die letzten beiden Farben. Klar, diese Neonfarben, da hatten sie noch ein paar mehr von. Aber die Neonfarben, da bin ich jetzt nicht so dran interessiert. Aber ja, diese Farben sind toll und die sind einfach sowas von schnell weg. Aber was will man erwarten? Für 99 Cent, da nimmt man schon die ein oder andere Rolle mehr mit. Ganz klar, ne? Ja, dann hatte ich euch im letzten Haul die Mini-Malbücher gezeigt und da hatte mir diese mit der Erdbeere noch gefehlt und jetzt hat mein Action natürlich nachgeliefert und ja, ich bin ganz froh, dass ich es bekommen habe. Hier sind echt super witzige Bilder drin, jetzt auch für den Sommer total cool. Ja, auch ich kann immer wieder nur sagen, zum Kolorieren üben, holt euch diese kleinen Blöcke, die sind echt super cool. Ja, schön koloriert auf eine Karte, schön Spruch dazu und schon habt ihr eine richtig tolle Karte und der Block kostet gerade mal 49 Cent. So, dann die Woche im Angebot, diese Fineliner. Die Packung hat gekostet 3,39 €. Wie gesagt, im Angebot und hier habt ihr wirklich 24 Fineliner drinne in allen Farben. Also ich finde die richtig toll. Also die sehen, ist mal was anderes, ne? Es ist nicht so diese typischen Fineliner, die man so kennt, sondern ja, die hier sehen einfach mal aus wie ein Kugelschreiber und ja, diese Farben und das spricht einen einfach so an. Ich hatte die Packung jetzt schon des Öfteren in der Hand und jetzt habe ich gesehen im Angebot, jetzt nimmst du die mit. Also ich weiß nicht, was sind sie, 1 € billiger oder so? Dann wollte ich sie jetzt auch nicht da lassen, weil das ist bei mir immer so, wenn ich die Dinge anfasse und denke, ach, nimmst du mit, nimmst du nicht mit und dann lasse ich sie doch liegen und ja, am Ende kaufe ich sie dann doch oder ärgere mich, dass sie nicht mehr da sind. Ja, bin gespannt, wie die so sind, aber ich denke, was soll da dran groß verkehrt sein, ne? Dann habe ich mir eine Packung mitgenommen von diesen großen Büroklammern. Die sind hier in Silber und in Gold drinne. Die Packung hat 79 Cent gekostet und ja, die kann man immer mal nehmen. Also ne, irgendwie noch nett verzieren, irgendwo dran pinnen und ja, da finde ich die großen bisschen schicker als die kleinen. Die machen ein bisschen was mehr her und deswegen durfte hier mal eine Packung mit. 79 Cent hatte ich aber, glaube ich, gerade schon gesagt, ne? Dann habe ich auch noch mal eine Packung Spitze mitgenommen. Das war jetzt die letzte, die da lag. Und dann dachte ich, komm, nimmst du noch eine mit. Spitze braucht man ja doch irgendwie des Öfteren, also ich zumindest. Und ja, sie lag da so einsam, nehme ich mit. Und die Packung kostet 94 Cent. Dann habe ich mich jetzt noch mal eingedeckt mit den Alkoholinks. Das dürften die neuen Farben sein. Ja, grün habe ich da auf jeden Fall nicht dabei. Bei meinen anderen. Ja, eine Packung ist mir ausgelaufen, aber es ist nichts Tragisches passiert. Ja, da war eine wohl nicht so ganz zu. Auf jeden Fall
Habe ich hier nochmal ein paar Packungen mitgenommen. Ich mag die ganz gerne. Also, wo ich die damals das erste Mal getestet habe, da war ich irgendwie nicht so überzeugt. Aber jetzt habe ich mir nochmal alles rausgeholt. Ich habe ja auch einen Vergleich zu teuren Inks. Und ich mag tatsächlich die vom Action lieber, weil die einfach, ja, die haben so schöne, kräftige Ränder. Das haben meine teuren Inks nicht. Meine teuren Inks, die laufen so. Ich sage jetzt mal samt zueinander. Und die haben so einen schönen dunklen Rand. Und ich finde das so schön. Und deswegen arbeite ich tatsächlich mit diesen Action-Inks richtig, richtig gerne. Klar, da ist Glitzer drin. Das verhält sich nicht immer so ganz cool. Müsste meiner Meinung nach da auch überhaupt gar nicht drin sein. Also ich weiß nicht, wie die auf so eine Idee gekommen sind. Also allein die Farbe hätte es schon völlig getan. Ja, aber gut, da kann ich auch drüber hinwegsehen, weil sonst bin ich wirklich sehr zufrieden mit diesen Farben. Ja, kann ich nicht anders sagen. 99 Cent die Packung, da kann man jetzt auch nicht viel verkehrt machen, preislich gesehen. Also richtig toll. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich noch grüne bekommen habe. Denn grün hatte ich da noch gar nicht dabei. So, dann habe ich nochmal eine Packung Nagelfeilen mitgenommen. Ja, die sind für den Nägel natürlich nix. Die haben so eine leichte, ich sage jetzt mal Körnung, sagt man das so? Die haben so eine leichte Körnung, also damit kann man sich keine Nägel feilen. Ich habe sie mitgenommen, um mir die Ränder am Papier zu feilen. Ne? Manchmal wird Papier ja nicht so ganz sauber geschnitten, dann hängen da so Zipfel dran und damit kann man die super gut runterfeilen. Und die Packung kostet 69 Cent. Eigentlich hatte ich mich gut eingedeckt, aber ich finde sie hier in meinem kreativen Chaos zurzeit nicht wieder, wie so einiges. Und deswegen musste da nochmal eine Packung mit. Ja, jetzt kommen wir auch schon zu den neuen Blöcken. Da ist wieder so mega schönes Papier dabei. Also die sind, das ist hier wieder eine Mischung aus Folie und nicht foliert. Und ja, sie sind einfach so schön. Ich zeige euch mal direkt den ersten, von dem ich natürlich allein von der Farbauswahl schon mal sehr begeistert bin. Dieses Beige und in Grün gehalten. Ich mag es total. Und das dann noch mit Folie. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Ja, die Blöcke kosten alle 2,65 € und ja, die blättern wir doch jetzt mal durch. Sie sind einseitig bedruckt. Das ja, finde ich in manchen Fällen ganz gut. In manchen Fällen kann man aber auch gut beidseitig bedruckt gebrauchen, je nachdem, was man macht. Also ich mag beide Varianten. Und ja, hier habt ihr als letzte Seite im Block solche kleinen, ja, ich sag jetzt mal Tags. Und ja, die finde ich doch ganz nett. Ja, gut, so ein paar gefallen mir jetzt auch nicht, aber es kann einem natürlich in so einem Block nicht alles gefallen. Aber so die Sprüche, die sind schon ganz nett. Genau, dann einmal foliert und einmal unfoliert. Und so wird sich das wieder durch den ganzen Block ziehen, ne? Eine so, eine so. Und hier haben wir schon mal ganz tolle Blümchen. Ja, ich mag die Farben. Also das ist nicht so aufdringlich. Da kann man noch schön sich anders farblich dann austoben, wenn man sowas zum Beispiel als Hintergrund auf eine Karte gibt, ne? Oder was man auch damit macht. Ja, kann man sich immer noch gut anders farblich austoben. Okay, die war jetzt nicht foliert, die mit den Blümchen. Jetzt kommen hier Streifen. Foliert und unfoliert. Dann kommt hier so eine ganz kleine Schrift. Finde ich auch super, super schön. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht, ne? Also grüner Hintergrund mit weißer Schrift. Gut, der Block hat jetzt auch ein paar Flecken in der Mitte, aber das kann man rausschneiden oder überkleben. Das sollte nicht das große Problem darstellen. Dann kommt hier was mit Punkten. Das finde ich auch sehr schön. Also Punkte gehen auch irgendwie immer. Die passen irgendwie immer überall dazu. Und ja, finde ich ganz nett. Aber wie gesagt, die Farbe, die macht halt auch viel, ne? Das sieht auch toll aus. Schönes Muster. Das ist auch echt schön hier so. Ja, punktuell foliert. Das sieht toll aus. Dann einmal komplett ohne. Und das ist auch schön. Also wirklich ganz, ganz tolle. Hier wieder so Kärtchen. Ja,
Da, wie gesagt, da sind eher so die Sprüche was für mich. Die anderen Bilder, die sind mir zu, ja, zu real. Ja, kann man so sagen. Dann kommen noch mal die Blümchen. Genau, und dann wiederholt sich das Ganze auch schon. Wobei, nee, die Farben ändern sich. Jetzt habt ihr hier einen grünen Hintergrund und grüne Schrift. Also, die Farben ändern sich ein bisschen. Aber das ist ein schöner Block. Also, und hier ist nochmal die Schrift dann in weiß. Also, das ist richtig cool, dass es da so viele von gibt, weil das mag ich. Also, das ist wieder so ein Block, den kann man für Projekte jetzt richtig gut miteinander kombinieren. Das hat man nicht bei jedem Block. Also, ich finde manche Blöcke ganz grausig. Also, da gefallen mir dann schon so ein paar Seiten drinne. Und für 2,65 € kann man da auch locker drüber hinwegsehen. Aber ich muss sagen, es gibt selten Blöcke, wo alle Seiten gut miteinander kombinierbar sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Fotoalbum macht, würde ich den Block tatsächlich so nehmen, wie er ist. Das passt alles ganz gut. Hat man nicht immer. Also meistens muss ich da zwischen sämtlichen Blöcken kombinieren, was natürlich auch kein Problem ist, ne? Aber es ist schon ganz nett, wenn mal auch ein Block richtig schön zusammenpasst. Wie gesagt, das ist auch wieder absolute Geschmackssache, was man draus macht, wie man ja damit arbeiten will und, ne? So, dann haben wir den hier. Der ist auch wieder sehr, sehr schön von den Farben her. Und ja, da sind auch super schöne Blätter dabei. Oder Designs. Ja, hier haben wir wieder so kleine Tags. Auch da sind auch richtig, richtig schöne dabei. Die kann ich gut verwenden. Hier so gerade mit Happy Birthday. Das ist schon toll. Ja, da kann man was draus machen. Und dann geht es hier wieder los mit Punkte. Ein leichtes Rot. Kommt in der Kamera wahrscheinlich wie Orange rüber, aber es ist eher rot. Ja, das ist doch schön. Dann kommen hier so, ich weiß nicht, was es sein soll. Könnten so ganz schmale Herzen sein. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Denn auch wieder teilweise foliert. Das ist einfach so ein richtig schöner, schlichter Hintergrund und dann kann man da noch weiter drauf Gas geben. Also ich finde immer, es muss so eine schöne Mischung sein. Wenn der Hintergrund zu bunt ist, dann kann man irgendwie nicht mehr so, also weiter in bunt arbeiten. Na klar, es kommt wieder drauf an, je nachdem, was man macht, aber ich finde es immer schöner, wenn ein Teil halt schlicht ist. Entweder die Dekoration oder eben der Hintergrund. Wobei ich ja da den Hintergrund bevorzuge in schlicht. Och, das ist ja super, super schön. Also das gefällt mir. Das sieht toll aus. Das macht schon echt was her. Auch das hier ohne Folie. Richtig toll. Und hier haben wir so Sonnenuntergänge in allen Farben und das finde ich auch richtig schick. Das sieht auch toll aus. Auch das, das hat auch was. Und das hier finde ich mega cool. Also das könnte ich auch in allen Farben haben. Ich finde das so genial. Muss man natürlich gucken, wie man das macht, wie man sich das zurechtschneidet. Jetzt zum Beispiel für eine Karte, dass man da ja einen schönen Teil erwischt und schön irgendwie mit draufbringen kann. Das auch. Aber das hier hat einen Unterschied. Genau. Nee, oder? Doch. Sind die jetzt beide gleich? Okay, ich glaube, sie sind doch gleich. Irgendwie sah es gerade so anders aus. Nee, sie scheinen doch beide gleich zu sein. Ja, sie sind sehr schön. Dann kommen hier noch so Streusel. Das ist natürlich auch toll auf eine Geburtstagskarte. Dann kommt hier, hier sind Katzen drauf. Ich stehe mal auf und versuche euch das so ein bisschen näher zu bringen. Schaut mal. Warte mal, ich drehe es mal. Hier ist eine Katze drauf in sämtlichen Bewegungen. Ich weiß nicht. Ach doch, die macht Yoga. Sie macht Yoga, schaut mal. Ich hoffe, ich kann euch das gut einfangen. Eine Katze, die auf jeden Fall sämtliche Yoga-Übungen nachmacht. Ja, das ist auch eigentlich ganz witzig. Muss ich ganz klar sagen. So, dann kommen wieder Punkte.
Mit Folie und ohne Folie. Dann kommen hier so Gänseblümchen. Und dann kommt hier sowas. Ja, ich lese das jetzt nicht vor. Aber sieht auch toll aus. Ich mag sowieso so Schriften, mag ich eigentlich ganz gerne. Dann ist hier jetzt ein Hund. Ja, jetzt kommt hier der Hund mit Yoga-Bewegung. Ja, ist auch ganz interessant. Und dann haben wir hier auch noch so Kärtchen. Dieses Olala finde ich richtig cool. Happy Birthday finde ich auch echt schön. Kann man sich ja auch noch ein bisschen zurechtschnippeln. Genau, das noch zweimal. Und dann war das dieser Block. Ja, ich finde ihn super. Also da sind jetzt wenig Blätter drin, die ich jetzt eher nicht so gebrauchen kann. Aber das meiste ist echt tipptopp, ja. So, dann haben wir jetzt den nächsten Block. Sehr braunlastig. Relax. Ja, hier habt ihr allerhand Basics drin. Aber auch viel, was so mit Beauty zu tun hat und mit Sport. Wir blättern einfach mal durch. Hier habt ihr auf jeden Fall so Gesichter drauf. Einmal mit offenem Haar, ohne Augen. Und einmal mit Zoom-Haar. Also ich finde, das hat irgendwie was. Ich finde das irgendwie ganz interessant. Ich wüsste jetzt zwar noch nicht genau, wie ich das verarbeiten sollte, aber irgendwie hat es auch was. So, dann haben wir dies hier. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Es glitzert total schön. Dann einmal ohne Glitzer. Dann haben wir hier so Duftkerzen. Also, ich weiß nicht, ob es Duftkerzen. Ja, doch, ich glaube, es steht Lavender drauf. Es scheinen Duftkerzen zu sein. Ja, ist vielleicht ganz schön für eine Verpackung, wenn man eine Kerze verschenkt, ne? Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Dann hat man dies hier. Das finde ich auch echt schön. Ja, so Basic-Papier braucht man auch stets und ständig, ganz klar. Hier haben wir so Buchstaben. Haben wir hier so Vierecke, mehrere Größen. Dann haben wir das hier. Oh, das ist wirklich richtig doll foliert. Aber ich finde auch, das hat was, sieht gut aus. Dann haben wir hier so eine Maueroptik. Ja, Maueroptik geht eigentlich auch immer. Die kann man auch immer, ja, zu sämtlichen Motiven kombinieren. Ja, und dann geht es jetzt hier los mit so ein Fitnessbilder, ne? Hier so ein Sport-BH, Hanteln, Sportdrink und was ist das noch? Hier so eine Sportuhr, denke ich mal. Oder was soll das sein? Oder eine Trillerpfeife? Was steht denn hier drauf? Heavy. Ja, weiß nicht. Ja, was man jetzt hier mitmachen sollte, vielleicht eine Einladung zum Sport basteln? Ich habe keine Ahnung. Ja, mal sehen. Ansonsten, ich wandle diese Blätter auch um, irgendwie als Mattung, Unterlage oder. Man nimmt eben die Rückseite, dann hat man schönes weißes Papier. Also, ja, ich denke, da hat man auch nicht die großen Probleme, das Papier anderweitig zu verarbeiten. Genau, und jetzt kommt hier das Beauty Design. Hier ist so eine Badebürste, Badesalz, Badekugeln, all so ein Kram. Das auch wieder ganz schick für, ja, eine Badesalzverpackung oder, ne? Oder so ein Set, wenn man sowas verschenkt, da irgendwie noch ein Kärtchen mit dran bastelt. Ja, das war der. Also ich finde, hier sind richtig, richtig schöne Motive dabei.
Aber wie es auch so in den meisten Blöcken ist, das eine oder andere gefällt mir dann nicht. Aber wie gesagt, da kann man irgendwie was mit machen, also irgendwas anderes mitmachen. So, dann haben wir zu guter Letzt diesen hier. Der ist von den Farben her echt toll. Ich mag das. Es sind sogar Gummibären mit drin, Makarons und was nicht alles. Wir blättern einfach mal durch. Ja, genau, hier haben wir schon die Makarons. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist schon ganz toll. Dann kommen hier so kleine Sterne auf so einen schönen Hintergrund mit, also so pink, na, ihr seht es ja, ne? So verschiedene Farben, Sterne, verschiedene Größen. Das sieht richtig, richtig klasse aus. Gefällt mir sehr gut. Dann auch hier wieder so Tags. Ja, cool. Auf jeden Fall cool. Da kann man wieder ordentlich was mitmachen. Und ich finde die Farbkombination echt schön. Also die sticht so gleich ins Auge, die macht was her. Hier haben wir so kleine Wölkchen. Oh, ich glaube, das wird mein Lieblingsblock. Also mein Lieblingsblock aus dieser Serie. Also man hat ja irgendwie immer bei der Serie so einen Lieblingsblock. Und ich glaube, dies hier wird meiner. Das sieht ja toll aus. Also das ist aber auch wieder diese Farbkombination, die machen so viel her. So, was haben wir hier? Was soll das sein? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall so Konfetti, sage ich jetzt mal. So eine Konfetti-Kanone. Ja, so was Schlichtes eher. Und jetzt kommt das mit den Gummibären. Das ist doch super niedlich. Das hat was. Haben wir hier nochmal so ein Geschnipsel. Dann hier Lichterketten. Und hier Wimpelketten, ganz viele. Sieht auch toll aus. Ich mag diesen Hintergrund, dieses Petrol. Das gefällt mir sehr. Dann haben wir hier so Kärtchen. Oh, kann man sich auch zurechtschnibbeln. Oder so nehmen, je nachdem. Dann hier Konfetti. Nochmal Konfetti in klein. Dann hier ganz viele Geschenke. Das sieht auch toll aus. Also hier sind so einige Bilder dabei, die man auch durchaus für Weihnachten nehmen kann. Die sehen toll aus. Und dann kommen hier nochmal Sterne mit weißem Hintergrund. Wobei mir die mit dem Petrolen-Hintergrund doch besser gefallen haben. Ja, das war der. Der ist cool. Also ich bin sehr überzeugt von diesem Wolkenmotiv. Das finde ich richtig, richtig schön. Und die Sterne natürlich. Und der Rest ist natürlich auch schön. Aber so, das sind so meine beiden Highlights in diesem Blog. Ja, das war auf jeden Fall mein Action-Haul. Und jetzt möchte ich euch noch gerne zeigen, was ich bei Staples mitgenommen habe. Richtig, richtig cool. Die haben Ausverkauf. Also ist eigentlich eine traurige Geschichte. Die sind in der Insolvenz. Ja, das kann man nicht toll finden. Das kann man nicht begrüßen. Ja, ich meine, man kann es jetzt nicht ändern. Und daher haben die jetzt einen Mega-Ausverkauf. Die haben Reduzierungen bis zu 90%. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Leider läuft diese Aktion oder dieser Ausverkauf läuft leider schon seit circa 3 Wochen. Also das Beste hat man verpasst. Ja, ich muss noch mal tausendmal Danke sagen an Hedwig, dass sie mir diese Aktion mitgeteilt hat. Die hatte mir irgendwie vorgestern Abend geschrieben, hier, du musst mal gucken, hast du Staples in deiner Nähe? Die haben mega Ausverkauf. Ich fahre morgen nach Köln und fahre dahin und ich denke so, was ist das für ein Laden? Den kenne ich doch gar nicht. Und dann dachte ich so, jetzt muss ich auch noch nach Köln? Nee, hab dann gegoogelt und tatsächlich war oder ist dieser Laden bei uns in Wolfsburg, wo ich auch des Öfteren langfahre und ich den einfach nicht wahrgenommen habe. Ich habe diesen Laden nicht wahrgenommen. Ja, und dann war ich hin, natürlich super krass schon ausverkauft. Aber man kann das ein oder andere tolle Teil noch finden. Der hat auch den Monat Juni jetzt noch auf, also zumindest mein Staples. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Und ich werde in ein paar Wochen doch mal hingucken, weil die hatten das ein oder andere Teil noch da, was mich sehr interessiert hat, aber wo ich dachte,
Ja, da stimmen die Prozente noch nicht und also die Prozente stimmen nicht dafür, dass ich es jetzt nicht unbedingt brauche. Ne? Das ist wieder so ein Ding. Ich brauche es nicht, würde es aber doch irgendwie gerne haben und deswegen gucke ich dann nochmal hin und gucke, ob die Prozente nochmal weiter steigen und dann würde ich das gegebenenfalls mitnehmen. Ja, oder es ist dann wahrscheinlich schon weg, weil die haben da echt gut abverkauft, also wirklich der Wahnsinn. Ja, und was habe ich da mitgenommen? Ich habe mir hier erstmal so einen kleinen Randstanzer, also Eckenabrunder mitgenommen. Und ja, so ein Teil kann man ja immer gebrauchen. Der hat jetzt, Moment, der hat 3,19 € gekostet und dann gab es da drauf 50%. Also die Prozente variieren von Abteilung zu Abteilung. Ja, ist komplett unterschiedlich. In der Abteilung hast du 90%, in der anderen hast du nur 20% und so schleicht sich das dann durch. Ja, auf so Eckenabrunder gab es jetzt 50%. Das heißt, ich habe da eine Ersparnis von 1,60 €. Ja, und dafür nehme ich den mit. Ich habe zwar ein paar, aber sowas geht immer und die anderen werden ja auch irgendwann stumpf, also nehme ich das mal mit, ne? Dann habe ich so einen Kalender mitgenommen. Malen- und Bastelkalender. Also der ist hier, ne? Ich denke mal, ihr kennt das. Der hat hier leere Seiten und den kann man individuell gestalten. Und ich dachte, vielleicht hat da irgendein Kind Lust, den kreativ zu gestalten und dann ja zu Weihnachten an Oma und Opa zu verschenken. Wer weiß. So, und auf diese Kalenderabteilung gibt es 70% Rabatt. Er hätte 2 € gekostet. Ich habe eine Ersparnis von 1,40 €. Das heißt, dieser Kalender hat nur noch 60 Cent gekostet. Ja, und dann dachte ich, nehme ich mal einen mit. Dann habe ich diese tollen Geschenke gefunden. Das ist eine Tasse und da sind Socken drinne von dieser, wie heißt denn diese Marke mit diesem Schaf drauf? Ich weiß gar nicht. Steht es hier irgendwo? Ich weiß nicht. Nee. Also ich weiß gar nicht, wie das heißt mit dem Schaf. Auf jeden Fall haben die ja von dieser Marke ganz, ganz viele Geschenkartikel. Und ja, da hatten sie jetzt halt von Weihnachten noch diese Tasse mit den Socken. Ist eine schöne Geschenkidee. Und auf Weihnachten gibt es dort 50%. Also der war dann jetzt reduziert von 15 € auf 10 € und dann gab es nochmal 50%. Also habe ich jetzt jeweils nur noch 5 € dafür bezahlt und ja, so habe ich schon mal zwei kleine Weihnachtsmitbringsel. Habe ich mich ja, sehr drüber gefreut. Und dann kommen wir zu meinem letzten Teil. Das ist etwas größer und da habe ich mich sowas von gefreut. Und zwar ist das dieser Hebeschneider. Ja, wie lange bin ich um einen Hebeschneider herumgeschlichen? Ich habe mir schon sämtliche angeguckt und ja, irgendwie immer wieder doch nicht bestellt, gekauft. Und da hatten die jetzt einige Hebeschneider, auch noch viel größere, war aber schon sehr, sehr ausverkauft. Und ja, und ich habe mich jetzt letztendlich für diesen hier entschieden. Ich denke doch mal, dass der gut ist. Ich meine, das ist ein Fachgeschäft und die werden schon kein Plunder haben. Ich kenne jetzt die Marke Rexel nicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe dann auch mal schnell gegoogelt, ob ich da jetzt wirklich einen Schnapper mache oder nicht. Also bei Amazon würde dieses Teil 65 € kosten. Bei Staples war der jetzt schon reduziert und zwar auf 58 € knapp. Und da gab es 40% drauf. Da muss ich auch gleich sagen, da habe ich mit Hedwig dann auch drüber gesprochen, dass ich mir den gekauft habe. Und dann haben wir festgestellt, dass ihr Staples 20% auf Hebeschneider gegeben hat und mein Staples hat 40% gegeben. Also das kann auch nochmal so ein bisschen variieren. Also verlasst euch jetzt bitte nicht auf die Prozente, die ich euch gesagt habe. Das kann wirklich variieren und nicht, dass ihr dann irgendwie super enttäuscht seid. Auf jeden Fall gab es bei mir 40%, das heißt eine Ersparnis von 23,12 €. Richtig, richtig cool.
Musste ich den mitnehmen, da habe ich natürlich nicht lange überlegt. Das war auch dann der letzte hiervon. Es gibt davon noch eine Nummer größer bei uns, aber dafür hätte ich jetzt auch wirklich nicht den Platz gehabt. Und deswegen, ich bin so happy, dass ich den jetzt habe. Ich bin gespannt, aber ich glaube, das kann was, das wird schon was Gutes sein. Ja, wie gesagt, da waren noch so ein paar Dinge. Achso, das war es jetzt übrigens im Staples, was ich mitgenommen habe. Wie gesagt, es waren noch so ein paar Dinge, ja, wo ich sage, ich brauche sie nicht, aber ja, wie das denn so ist, haben ist manchmal besser als brauchen. Deswegen, ich werde da noch mal hingucken und werde dann vielleicht zum totalen Ausverkauf noch irgendwas Schönes ergattern können. Ja, es klingt jetzt wahrscheinlich vielleicht ein bisschen raffgierig oder so, aber nein, also ich werde nicht weinen, wenn ich da dann nichts mehr bekomme. Aber wie gesagt, es ist halt so ein Ding, ich brauche es nicht, aber wenn es da dann halt für ein Appel und ein Ei rausgeht, dann nehme ich es dann doch mit. Ne? Also die haben super viel. Also ich kannte Staples vorher wirklich nicht. Ja, ich wusste nicht, was die anbieten oder was das sein soll. Und ja, dank Hedwig habe ich diesen wundervollen Tipp bekommen. Also liebe Hedwig, vielen, vielen Dank. Schaut da auch gerne mal bei Hedwig vorbei. Die hat viel mehr gekauft. Also die ist wirklich mit Reisekoffer los nach Köln mit einem 9-Euro-Ticket und hat dann den kompletten Koffer vollgeknallt. Also ich bin gespannt, was sie gekauft hat. Ich habe schon ein kleines Bild bekommen und ja, bin gespannt, was sie so mitgenommen hat. Also wenn ihr ein Staples in eurer Nähe habt, googelt mal, fahrt da ruhig hin. Also es gibt da so viel. Es gibt da noch so viele Buntstifte. Also jedenfalls in meinem. Also ganz viele Buntstifte und ja, hier so Schneidematten, Taschenrechner, also ganz viel Bürobedarf haben die auch, Schulhefte, Papier und was nicht alles, also eigentlich alles, was das Herz begehrt. Auch ganz viele, hier, wie sagt man, Schultüten, Einschulungstüten, diese, wo man die hier Süßigkeiten und so reinpackt. Wie heißen die? Wundertüten? Ja, Schultüten. Da haben sie auch super, super viele davon. Wer da noch was braucht und ein Schnäppchen machen will, ja, fahrt da hin und guckt. Also wirklich tippitoppi. Ja, auch wenn der Hintergrund sehr traurig ist, aber im Endeffekt ändern kann man es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt so und die sind dann auch froh, wenn sie ihre Sachen jetzt loswerden und ja, weiß ich nicht, was sie mit dem Rest machen. Entsorgen wahrscheinlich. Was will man sonst machen mit so einer Masse, ne? Also denke ich, sind die dann doch jetzt ganz froh, wenn das alles rausgeht. Ja, ihr Lieben, ich habe genug geschnattert. Ich verabschiede mich jetzt. Wir lesen uns in den Kommentaren oder hören uns im nächsten Video wieder. Bis denn!